herzlich willkommen zu unserem Fazit. Nordkap. Wir haben uns für diesen Zweck mal eben in die norwegischen Berge zurückgezogen, denn wo könnte man dieses Video besser drehen als in Norwegen? Wir stehen jetzt hier in der Nähe von Røldal. Auf 1024 Meter Höhe über dem Meeresspiegel an einem Stausee bei strahlendem Sonnenschein. Ich tippe mal so auf 12 Grad Außentemperatur, aber es ist echt herrlich ruhig und wir hatten eine traumhafte Nacht. Und wir dachten, das ist jetzt der perfekte Hintergrund. Deswegen musste jetzt unbedingt der Berg da mit drauf. Auch wenn Günni hier kaum was sehen kann. Doch, jetzt bist du mit von mir ein bisschen im Schatten. Ja. Also legen wir los. Unser schlaues Buch, was wir übrigens immer mit haben, wenn wir auf Tour sind. Und als erstes wollten wir übrigens mal sagen, weil diese Frage schon ganz oft an uns gerichtet wurde. Wie ist das eigentlich mit den Abos? Kostet das was? Weil ganz viele uns angeschrieben haben, dass sie denken, wenn sie uns abonnieren, müssen sie dafür etwas bezahlen. Auch Bekannte, denen wir von dem Kanal erzählt haben, haben gesagt, ein Abo kostet doch bestimmt was. Nein, es kostet nichts. Dieser Kanal ist kostenlos und wird immer kostenlos bleiben. Es wird weder irgendwelche Clubmitgliedschaften oder Spendenkonten oder sonstige Spielereien geben. Es bleibt ein Kanal, der allen Spaß machen soll. Und dieser Spaß soll auch immer kostenlos bleiben und so wird auch bleiben. Egal, wie viele Abonnenten wir haben werden. So, das in der Sache. So, jetzt zum Nordkap. Genau. So, Punkt 1. Warum überhaupt Nordkap und Routenplanung? Moment. Erstmal muss ich noch von vornherein was sagen. Nordkap stand ja fest als Ziel, aber dann kriegte meine Chefin eine wahnsinnige Verletzung im Bein, war kaum in der Lage, überhaupt einen Schritt zu gehen, geschweige denn Paul zu driven. Danach haben wir dann beschlossen, wir fahren nicht zum Nordkap, weil es einfach zu anstrengend ist, wenn einer alleine die ganze Strecke fährt. Und sind dann planmäßig einfach Richtung Lillehammer gestartet. Von Kiel mit Stena Line, glaube ich, ne? Nach Göteborg. Und auf dem Weg nach Lillehammer habe ich dann zu meiner Chefin gesagt, weißt du was, ich fühle mich so fit, lass uns zum Nordkap fahren. Sie hat mich dann für bekloppt erklärt, aber ich bin gefahren. Also zum Thema Routenplanung. Es gab gar keine, weil wir ja eigentlich ganz woanders hin wollten. Wie Günther gerade schon erzählt hat, wollten wir eigentlich nach Lillehammer und da unsere Tour starten. Von Nordkap war überhaupt gar nicht die Rede. Wir hatten nicht mal unsere Karten mit. Dementsprechend konnten wir auch gar nichts anzeichnen in den Karten. Ja, weil Nordkap, wir waren gar nicht auf Nordkap vorbereitet. Wir hatten ganz viel Schnee, hatten aber gar keine Schneeketten mit, weil wir ja, wie gesagt, auf Nordkap gar nicht vorbereitet waren. Deswegen eben zum Thema Routenplanung. Es gab keine Routenplanung. Punkt 2. Ihr habt ja gesehen im Video, wir waren in Finnland, in Rovaniemi, im Santa Claus Village. Und einige haben uns gefragt, lohnt sich das denn? Im Mai nicht. Wenn ihr was Besseres vorhabt mit eurer Zeit und da oben seid im Mai, fahrt woanders hin, aber nicht zum Santa Claus Village. Wir haben deswegen so wenig dort gedreht und aufgenommen, weil es einfach nicht mehr gab. Es gab weder Außendekoration. Das Einzige, woran man erkannt hat, dass das Santa Claus war, dass da die ganze Zeit aus blechernen Außenlautsprechern Weihnachtsmusik gedüdelt hat. Das war auch alles, woran man erkannt hat, dass da eben das Weihnachtsmann-Dorf ist. Und an der Beschilderung. Ja, und an der Beschilderung, aber sonst hat man das wirklich nirgendwo erkannt. Also im Sommer soll es ganz toll sein, da haben wir auch schon viele schöne Sachen gesehen und gehört. Aber vielleicht hat Santa Claus zu dem Zeitpunkt selber Ferien gemacht und war gar nicht da, als wir da waren. Keine Ahnung. Muss man nicht machen. So, Teil 3. Wie viele Kilometer sind wir gefahren? Und das haben wir mal zusammengerechnet und sind auf eine stolze Summe von 4.929 Kilometer gekommen. Aber auch nur deswegen so wenig, weil wir ja schon ein bisschen Strecke abgekürzt haben. Nämlich die Strecke von Kiel bis nach Göteborg. Und auf dem Rückweg von Oslo nach Kiel. Sodass wir ja schon eine ganze Menge nicht mehr mit dem Paul gefahren sind. Also 4.929 reine gefahrene Kilometer. Ich würde mal schätzen, dass so ungefähr 1.500 zugekommen wären. Ne? Wie viele? 1.500 für hin und zurück. Ja.
Das kommt wohl hin, ja. Wie waren denn im Mai die Straßenverhältnisse? Also ihr habt es ja gesehen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Im Leben hätte ich nicht damit gerechnet, dass beim Nordkap oder auf dem Weg zum Nordkap noch so viel Schnee liegt im Mai. Aber es hat natürlich auch den Vorteil gehabt, wir konnten euch spektakuläre Bilder liefern. Ne? Es war schon klasse, diese Schneeschiebemaschine da. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das habe ich vorher so noch nie gesehen. Aber wir haben ja vorher noch Live-Bilder gesehen, 4 oder 6 Wochen vorher. Mhm. Da war gar kein Schnee mehr im Nordkap. Da war auch die ganze Straße komplett frei. Es muss danach ja nochmal richtig geschneit haben. Wahrscheinlich, ja. Deswegen waren wir auch extremst überrascht, dass wir so viel Schnee gehabt haben. Wollten wir eigentlich gar nicht. Nee, deswegen hatten wir ja auch, wir hatten deswegen keine Schneeketten mit, weil wir gar nicht auf Nordkap eingestellt waren. Aber der Weg dahin, das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Also wir sind extrem lange gefahren, wirklich länger, als wir jemals vorher gefahren sind. Weil es abends so lange hell war. Genau, weil es abends einfach so lange hell war und man wirklich das Zeitgefühl verliert. Deswegen macht einem das auch fast nichts aus, so lange zu fahren. Und wenn du dann denkst, du hast nur noch 700 Kilometer bis zum Nordkap, dann wird es eigentlich erst richtig anstrengend, weil es zieht sich und zieht sich und zieht sich. Ja. Und wenn wir nicht zwischendurch so spannende Punkte gehabt hätten, wie das mit den Rentieren oder mit dem Shido, mit dem Anhänger, mit dem Kindersitzanhänger oder eben so mit diesen Schneeraupen und diese ganz tollen Schneeverwehungen auf dem Hinweg, dann wäre das, glaube ich, noch viel schlimmer geworden. Aber der Weg da hoch, der dauert und dauert und dauert. Und eins möchtest du den Weg sagen. Der Weg, wenn man sich Videos anguckt, sieht er aus, als wenn es immer auf einer Höhe wäre. Nur mal ein bisschen links rum, ein bisschen rechts rum. Es geht richtig, richtig steilberg hoch, steilberg runter, steilberg hoch und steilberg runter. Also es ist schon im Winter bestimmt eine extreme Herausforderung. Deswegen wird im Winter wahrscheinlich auch nur noch Konvoi gefahren, wenn dort Schnee liegt. Also das sollte man wissen. Es geht da nicht nur schnurstracks geradeaus, sondern es ist wirklich eine Berg- und Talfahrt. Das muss man wissen und das sollte einem bewusst sein. 700 Kilometer lang geht das so. Das ist schon spannend. Wie viel Zeit haben wir denn gebraucht? Also insgesamt waren wir ja nur 16 Tage unterwegs. Obwohl man sich das da gar nicht vorstellen kann bei dem, was wir alles erlebt haben. Aber wir waren tatsächlich nur 16 Tage unterwegs und haben 2,5 Tage gebraucht, bis wir endlich am Nordkap standen. Und das ist alleine schon total bekloppt. Ja. Also, wenn ihr das machen möchtet und wenn ihr das im Mai machen möchtet, plant mehr Zeit ein. Am Anfang waren wir noch so voller Euphorie, dass uns das gar nicht so aufgefallen ist. Aber als wir dann auf dem Rückweg waren, da ist uns wirklich schon ganz schön der Saft ausgegangen. Ja. Wir waren fertig. Wir waren wirklich einfach fertig. Wir konnten nicht mehr. Da war wirklich dann Ausende wie Stecker gezogen. Und deswegen auch die 2 Tage Chillen und Grillen auf dem 520er, weil wir einfach nicht mehr konnten. Also das reicht aber nicht. Nee, das reicht aber nicht. Es reicht nicht. Wir waren eigentlich nach dem Urlaub kaputter als vor dem Urlaub. Deswegen sind wir jetzt noch mal eine Woche nach Norwegen gefahren. Ja, Videos kommen natürlich später. Denn auch das war wieder volle Überraschung und überhaupt alles gar nicht so geplant, wie wir das... Ja. Oder ist es nicht so gelaufen, wie wir uns das geplant haben? Nicht annähernd so. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. So, wie viel Gas haben wir denn verbraucht? Die obligatorischen 2 Flaschen. Ja. Also wir haben immer 2 Flaschen mit, immer voll. Wir sind immer voll bis unter das Dach, wenn wir losfahren. Und diesmal waren wir auch wirklich knackenleer, als wir wieder zu Hause waren. Ja, zumal ja auch die Temperaturen nachts nicht so gewesen sind wie auf den Lofoten. Also es war ja teilweise nachts, dass wir sogar 2 Stärke Plusgrade hatten nachher. In manchen Gegenden. Ja. Auch das überbrauchten wir ja keine Heizung. Nee, das Nein. stimmt. Nein, selbst, aber wir sind da ja aber auch nicht so empfindlich. Nee. Wir sind aber am Polarkreis ja auch nicht stehen geblieben. Wir haben dann nur schnell jede Menge Souvenirs eingekauft. Auch das habt ihr ja im Video gesehen. Und auch sind dann am direkt Nordkap weitergefahren. Sind wir ja nicht da geblieben. Ja. Die Nacht. Ja. Weil das wäre,
wäre ein Selbstmord gewesen, will ich nicht sagen. Aber es hat ja am Nordkap geweht wie verrückt. Und dann war es ja auch noch um 0 Grad, teilweise unter 0 Grad. Und Schneeverwehung, ja, und Schneite. Es hätte keinen Spaß gemacht, die Nacht dort zu verbringen. Nein. Die Kosten. Natürlich ein ganz wesentlicher Teil. Und auch das habe ich jetzt hier irgendwo aufgeschrieben. Da muss ich gerade mal eine Seite zurückblättern. Sekunde mal eben. Die Kosten. Also, insgesamt haben wir ausgegeben 2.324 Euro. Das hört sich zwar für 16 Tage extrem viel an, aber da sind ja schon alleine 1.033 Euro von der Color Line dabei. Und sehr viel tanken. Also wir waren extrem oft tanken, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also wir waren 10 Mal tanken. Das, der geilste Preis war in Finnland. 2,60 Euro für einen Liter Diesel. Ja, das ist schon, ja. Also das war schon krass. Aber wie gesagt, wenn man nicht mit der Color Line, mit dieser teuren Kabine zurückfährt, dann kann man auch mit wesentlich weniger Geld zum Nordkap fahren. Ja. Achtens, lohnt sich der ganze Weg, also diese tausenden Kilometer zum Nordkap? Lohnt sich das? Ja, lohnt sich. Auf jeden Fall lohnt sich das. Es lohnt sich auch zu Zeiten dorthin zu fahren, wenn eben keine Busse dort ankommen, wenn kein Massentourismus da ist, weil dann hat man wenigstens wesentlich mehr Chancen, sich mit der Kugel alleine zu fotografieren und Paul und die Kugel aufs Bild zu kriegen, ohne dass irgendwelche Leute zwischen rumspringen. Aber ich würde es nie wieder machen mit 16 Tagen Zeit, zumindest nicht als Alleinfahrer. Ich würde mindestens 3 Wochen einplanen, damit es auch Spaß macht. Damit auch der Rückweg noch Spaß macht. Bekannte von uns, die waren auch am Nordkap und sind dann noch bis nach Süddeutschland zurückgefahren. Innerhalb von 2 Tagen, die waren kreuzlahm, sind Tag und Nacht durchgefahren und haben sich abgewechselt. Das macht keinen Spaß. Nein, das macht keinen Spaß. Und wir haben natürlich jetzt auch auf den anderen Videos, die wir dann vorher und nachher gesehen haben, man kann natürlich am Nordkap auch um das Gebäude drumherum laufen, weil auf der anderen Seite ja noch mal ganz interessante Gebilde stehen. Das Problem ist nur, da kamen wir gar nicht hin. Das war überall so viel Schnee und das war alles zusammengeschoben, dass wir gar nicht da rumlaufen konnten. Abgesehen davon war ich sowieso heilfroh, dass ich es überhaupt mit meiner Laufverletzung geschafft habe, überhaupt bis zur Kugel zu kommen, weil es alles so dermaßen rutschig war, selbst mit Wanderbotten. War ich wirklich froh und musste mich da echt dieses Geländer hochhangeln, damit ich es überhaupt schaffe, zum Nordkap zu kommen. Wir stellen gerade fest, es ist Samstagsnachmittags, Norwegen, Angelzeit und extremer, ich wollte gerade sagen, Reiseverkehr. Ja, 2 Autos, die jetzt gerade mal in den letzten 3 Stunden hierher gekommen sind. Einer fährt gerade wieder, deswegen ist es ein bisschen lauter geworden. Aber eins sollten wir vielleicht noch erwähnen, was wir auch in einem Video erwähnt haben. Wenn ihr mit einem Campingfahrzeug oder Auto unterwegs seid und auf öffentliche Toiletten während eurer Reise zum Nordkap angewiesen seid, es ist alles noch dicht. Aufgrund eben der Gefahr, dass die Leitungen einfrieren könnten. Ihr kriegt auch nirgendwo offiziell Frischwasser für euren Tank. Ihr müsst dann an eine Tankstelle fahren. Die meisten Tankstellen geben euch frisches Wasser kostenlos. Aber wie gesagt, öffentliche Toiletten sind dann alle noch zu. Es gibt satt und reichlich Rastplätze und Möglichkeiten, aber wie gesagt, Ende Mai war noch alles dicht. Jo, das war es von meiner Seite. Die letzte Frage, die ich noch im schlauen Buch gerade hatte, haben wir eigentlich somit schon beantwortet. Würden wir es wieder machen? Auf jeden Fall würden wir es wieder machen, weil ich finde oder wir finden, Nordkap, das muss man mal gesehen haben. Allein die Landschaft. Die Landschaft ist schon wirklich richtig toll und natürlich ist es ein Wahnsinnserlebnis. Ihr habt unsere Euphorie ja gesehen, als wir da oben an der Kugel standen. Das war schon wirklich richtig toll. Für uns war es ein ganz großer Moment, da oben anzukommen und endlich an dieser Kugel zu stehen. Aber alleine darüber zu gucken und wirklich nichts zu sehen, am Ende von Europa zu stehen, das war schon toll, ne? Das war wirklich richtig klasse. Ende der Welt. Ja, wir sind froh gewesen, dass es wenigstens einigermaßen Wetter war, dass es trocken war. Es war zwar saukalt,
Aber dagegen hatten wir uns ja angezogen. Ja, nur Paul hatten wir halt nicht darauf vorbereitet, weil wir nicht gedacht haben, dass es eben so schnell so kalt ist. Naja, und was uns natürlich auch genervt hat, wo wir eigentlich mit gerechnet haben, dass eigentlich viel mehr Landschaftsrouten oder Pässe schon aufgewiesen sind. Es waren ja auch einige auf, die eben 2 Tage vorher wieder gesperrt worden sind, weil es halt eben Mitte Mai dort nochmal ordentlich geschneit hat und da auch keine Schneefräse durchkam. Deswegen auch dieses eine Video mit dem Stimmungstief, da war die Stimmung wirklich im Keller. Und das hat uns auch dazu veranlasst, einfach jetzt mal eine Woche nach Norwegen zu fahren und eine Woche abzuhängen. Was wir natürlich 2,5 Tage zwangsläufig machen mussten. Aber da gibt es ja noch Videos drauf. Ich beeile mich, dass ihr schnell wieder neue Videos von uns zu sehen bekommt. Denn die Tour, die wir jetzt hier gemacht haben, die war alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben. Ja. Und das hat nichts mit Planumwerfung zu tun. Nein, diesmal waren wir da wirklich völlig unbeteiligt dran. Mhm. Aber dazu in den Videos später mehr. Leider geht es morgen für uns schon wieder Richtung Deutschland. Aber wir haben nicht mehr lange, bis es dann zum richtig großen Trip kommt in diesem Jahr. Und da haben wir dann 3 Wochen Zeit. Aber wo es dahin geht, das werden wir noch nicht verraten. Nee. Das kommt dann erst wirklich sehr kurzfristig. Ihr könnt euch auf jeden Fall wieder auf eine Menge Abenteuer freuen. Und wir hoffen sehr, dass ihr dann auch alle wieder dabei seid. Eins möchte ich noch sagen. Vielen, 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 vielen lieben Dank für mittlerweile nach 7 Monaten über 1000 Abonnenten. Absolut dankbar. Ja, hätten wir im Leben nicht gedacht. Nee, nicht also ganz, ganz, ganz toll. Großes Kino. Ja, richtig cool. Also alle, die uns noch nicht abonniert haben, weil sie denken, dass es was kostet, uns zu abonnieren, abonniert uns. Es ihr braucht nichts. Keine Mitglieder sein, um diese Videos euch hier anzugucken. Ihr könnt einfach anklicken, einfach die Videos schauen, einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns über jeden Daumen nach oben. Das wäre wirklich ganz klasse, weil dann weiß ich genau, dass es das ist, was ihr gerne sehen wollt. Und genau. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was wir verbessern können. Immer ich weiß, damit. Die Tonqualität. Ich habe am Anfang der nächsten Videoreihe zwar neue Mikrofone, aber das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Schreibt uns, meldet euch über Instagram, über YouTube, wie auch immer. Wir sind für alle Schandtaten bereit. Auch per Brieftaube geht. Ja, genau. Oder per Trommel. Eigenen Kanal. Genau. Also, macht's gut, passt auf euch auf und genau. Auf diesem Kanal bald mehr. Ciao, ciao. Tschüss.